Hallo zusammen, ich bin der Kevin. Und ich bin der Fabio. Und wir zwei machen die Lehre als Applikationsentwickler bei der Ergon. Und heute zeigen wir euch, was die Ausbildung bei der Ergon speziell macht. Wenn du die Ergon bis jetzt auch noch nicht gekannt hast, macht das gar nicht. Wir haben die Ergon auch erst kennengelernt, als wir mit der Lehrstellensuche angefangen haben. Die Ergon Informatik ist eines der schweizweit führenden Unternehmen, die mit namhaften Kunden in allen möglichen Branchen arbeiten. Und wie so ein Arbeitsalltag als Applikationsentwickler aussieht, zeigt euch jetzt der Fabio. Und im Backend? Applikationsentwickler machen? Eigentlich unter anderem schon. Eigentlich hat mich interessiert, was hinter dem Spiel funktioniert und nicht das, was ich eigentlich vorher gesehen habe. Am Morgen komme ich ins Büro und hocke gerade am PC an und programmiere zum Beispiel an meinem Monopoly weiter. Und ich mache das nicht allein, ich stehe immer im ständigen Austausch mit meinem Fußbildner oder auch zum Beispiel mit anderen Lernenden. Ich hatte am Anfang überhaupt keine Programmierkenntnis und das hat auch keine Rolle gespielt, weil ich da alles nach gelernt habe. Was mir eigentlich am besten gefällt, ist, dass du in deinem Tempo arbeiten kannst. Du hast keinen Druck von deinem Berufsbildner. Er nimmt sich auch gerne Zeit für dich. Und das macht einfach Arbeiten um einiges angenehm. Neben dem Programmieren tun wir auch noch Schnuppertag für Schülerinnen und Schüler organisieren und durchführen. Die Anforderungen an Applikationsentwickler sind sicher, dass man gut in Mathematik muss sein. Man muss teamfähig sein, weil im Team bespricht man ganz viele Sachen. Und man braucht den Ehrgeiz, um am Problem dranbleiben. Wir hoffen, dir hat der Einblick in den Arbeitsalltag von einem Applikationsentwickler gefallen. Wenn ja, dann komm doch schnuppern oder bewirb dich doch gerade. Wir freuen uns.